Hallo und herzlich willkommen meine Freunde zu einer neuen Vorfahrt Insights Facts Folge. Und es wird mal Zeit wieder für ein kleines Update unserer Lieblingsspiele. World of Warcraft und natürlich Diablo 3. Wir starten mal mit dem größeren. World of Warcraft. Da ist ja die Alpha in die Beta geswitcht. Es werden auch neue Invites folgen. Es ist immer noch closed, das bedeutet, ihr müsst also eingeladen werden. Um die neuen Inhalte von Battle for Azeroth spielen zu können, wenn es aber dann soweit ist, dann seht ihr schon, da geht jetzt mittlerweile jede Menge. Also wir haben hier schon die Klasse hochgelevelt, ist mittlerweile die zweite Klasse auf 120 und sogar die World Quests freigeschalten, wo wir bereits wie auch in Legion aus den World Quests diverse Items ziehen können, Gold, Ressourcen und andere wichtige Sachen die wir halt einfach mal so brauchen was für mich aber persönlich ein bisschen interessanter war es sind auch die Raid Tests zum größten Teil abgeschlossen, HC ist durch Normal war jetzt am Wochenende frei, je nachdem wann ihr das Video geguckt habt und ihr seht schon rechts eingeblendet, es geht auch Detail, also DPS und HPS können angezeigt werden, ich werde euch da, wir haben alle Bosse gespielt, ich werde ein separates Video schneiden, wo ihr mal hier eine DPS Übersicht bekommt da die ganzen Klassen skalieren im Heroic war es auf 3,55 und hier ist es im Normal-Test auf 3,30. Das bedeutet also, es haben alle Klassen das gleiche Item-Level und somit kann man schon mal eine gewisse Verteilung erahnen und sehen, okay, was performt denn im Raid gut, was performt denn nicht so gut, aber wie schon gesagt, es wird noch ein, zwei Durchgänge bei den Klassen-Balances geben, also Daumen drücken, dass eure Klasse noch einen kleinen Puff bekommt. Vor allem haben wir auch schon jede Menge Mystics gemacht, also Kennt ihr ja das? Es gibt zehn neue Instanzen. Und dort wollen wir natürlich ein paar mythische Runs machen. Die sind auch teilweise noch sehr, sehr knackig. Also, manche Sachen machen einfach so einen übelst übertriebenen hohen Schaden. Aber es macht auf jeden Fall mal sehr, sehr viel Spaß. Mal gucken, wie es ausgeht. Vielleicht gibt es da auch die, das ein oder andere Video dazu, damit ihr dann gleich zu Beginn hier die richtigen Instanzen spielen könnt. Ja, Freunde, das war es mal von WoW. Hier tut sich viel. Jetzt mal zu einem Spiel, wo wir ungeduldigst darauf warten, dass endlich die Season 13, welche schon Fast drei Monate läuft, endet. Es sollte noch zwei Wochen dauern, also nicht ungeduldig werden. Spielt noch die letzten Erfolge, holt euch noch die letzten Rankings. Ihr seht so, wir sind hier so bei 103, 100 300 rum im Solo, im Hardcore. Da werden wir noch versuchen, ein bisschen hoch zu pushen, weil dann ist die Season vorbei und dann wird langsam Season 14 an Radar sein. Wer Urlaub nehmen muss oder möchte, wird wohl mit Anfang Juni passieren. Änderungen wird es in Season 14 nur wenige geben, vielleicht sogar gar keine. Also, es wird vielleicht im Hintergrund ein bisschen was geändert, denn ein PTR geht sich in dieser kurzen Zeit natürlich nicht mehr aus. Also, dementsprechend, Season 14 Anfang Juni ist jetzt mein heißer Tipp. PTR keiner. Änderungen, ich denke mal, sie werden noch ein paar Items anpassen und vielleicht wieder was gegen die Bots machen und noch eine. Headline, eine harte News am Ende. Es wurden wieder Spieler gebannt. Da bin ich immer richtig dafür, dass die Leute, die Botten oder andere Exploits benutzen, dass die halt gebannt werden. Es gab wieder eine kleine Bannwelle, da wurden ein paar rausgenommen. Also, es sieht soweit schon mal ganz gut aus. Und damit endet auch unser kleines Update. Und jetzt wünsche ich euch wie immer viel Glück, viel Spaß und bis zum nächsten Mal.